wie sich unsere Kur im Vergleich mit dem Fasten anfühlt, ich nenne es jetzt einfach mal anfühlt, darüber spreche ich heute mit Janine Heinrich hier bei Unsere Kur TV. Hallo, schön da zu sein. Ja, schönen Dank auch, Janine, für die Bereitschaft zu einem kurzen Erfahrungsbericht. Bevor wir einsteigen, Janine, sei so gut, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, hallo, ich bin Janine Heinrich, bin 38, bin derzeit als Erzieherin angestellt und bin Coach für kommunikative Weiterentwicklung von Eltern, für Kinder und bin eben Speakerin. Sehr schön. Und du hast unsere Kur dieses Jahr gemacht, also im Jahr 2021. Wir hatten ja jetzt gerade Vorgespräch und da hast du mir das verraten. Zuvor hast du mit den Produkten, diesen Mikronährstoffprodukten bereits gearbeitet, wenige Wochen zuvor. Ich habe mir notiert Januar 2021. Dann hast du mit der Kur gestartet. Vielleicht sagst du uns gerade mal ein bisschen, wie das eben ablief, also Start der Mikronährstoffe, dann mit der Kur. Wie lange hast du die Kur gemacht? Was ist dabei rausgekommen, wenn man es mal so sagen darf? Ja, also gestartet habe ich ja mit den Mikronährstoffen und da hat sich bei mir einfach schon ganz, ganz viel getan und verändert. Und dann war ich natürlich auch total neugierig auf die Kur und habe damit eben angefangen. Und ja, da hat sich eben einiges getan. Also ich habe gemerkt, mein Körper möchte wieder Bewegung. Ich bin dann eben auch zwei, dreimal joggen gewesen, weil mein Körper es letztendlich verlangt hat. Und weniger, also ich habe jetzt weniger Gelüste auf Süßes, beziehungsweise eigentlich gar keine Gelüste mehr. Und ja, ich habe da natürlich, also man sieht es ja an mir, ich bin jetzt nicht so wirklich übergewichtig, sondern eben doch sehr schlank. Und ich habe trotzdem 2, 3 Kilo abgenommen. Und es wurde halt alles so ein bisschen definierter. Also es sah einfach wirklich ansprechend aus und ich habe das einfach dann auch nur an den Fotos gesehen, wo ich die Vorher-Nachher-Fotos gemacht habe. So mir selber ist es gar nicht so extrem aufgefallen. Mein Freund hat mich dann auch darauf angesprochen, hat gemeint, wow, irgendwie, du siehst irgendwie anders aus. Und ja, also wie gesagt, die Vorher-Nachher-Fotos haben es einfach gezeigt. Es war echt, ja, schon einiges. Ja, also auf das, dass du das quasi nicht nötig hattest, das sieht man in der Tat. Du hast mir vorhin das Gewicht verraten, das war wohl bei 57, das war das Ausgangsgewicht, da wären ja die meisten froh, sie hätten es. Und du hast dann durch unsere Kur etwa 4 Kilo noch an Depotfett verloren. Und wenn man jetzt halt 4 Kilo ins Verhältnis setzt zu dem Ausgangsgewicht, dann sind es ja vielleicht so circa 7, 8%. Das ist natürlich dann schon wieder viel. Ergo kann ich mir natürlich schon ganz gut vorstellen, dass das trotzdem es nur 4 Kilo waren, im Verhältnis doch krass war. Kannst du bestätigen, dass das an den richtigen Stellen weggegangen ist? Das auf jeden Fall, genau. Also es ist eigentlich genau an den Stellen geschmolzen, würde ich jetzt mal sagen, wo ich einfach vorher gedacht habe, da könnte ein bisschen weniger sein, beziehungsweise ah, es ist halt eben nicht ganz so definiert, wie es sein dürfte. Das ist auf jeden Fall der Fall gewesen, genau. Und es hat sich auch bisher noch gehalten. Ich will jetzt das auch noch mal ein bisschen vertiefen. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du quasi so diesen Drang nach Bewegung verspürt hast, wo du die oder während du die Kur gemacht hast. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein, weil du hast dann auch gesagt, dass Joggen nie dein Ding war, aber dann plötzlich doch der Drang danach sich, sagen wir mal, so überraschend zeigte, dass du dich selber gewundert hast. Ja, also ich hasse Joggen. Also ich habe Zeit meines Lebens eigentlich immer gesagt, oh Gott, geh mal weg mit Joggen, das geht gar nicht. Und als ich dann eben spazieren war, weil mein Körper eben diese Bewegung verlangt hat, kam mir auf einmal dieser Gedanke, wow, cool, Joggen wäre jetzt genial. Und ich habe mich erst noch gefragt, so, wow, wo kommt denn dieser Gedanke her? Ist mir völlig fremd. Und ja, letztendlich habe ich es dann umgesetzt, weil mein Körper danach verlangt hat und war dann eben joggen und habe dann auch gemerkt,
das eben darauf hin, dass ich eben schon sehr, sehr lange keinen Sport mehr gemacht habe, meine Muskulatur dann irgendwann nachgegeben hat und ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich langsam aufhören, aber konditionell hätte ich noch mindestens 20 Runden laufen können. Also es war echt heftig. Und anschließend war es dann eben auch so, dass ich den Muskelkater erwartet habe, wo ich dann echt gedacht habe, oh, jetzt hast du dich aber richtig bewegt und hast auch richtig gemerkt, okay, Muskulatur spielt langsam nicht mehr mit. Da wird richtig heftig der Muskelkater kommen. Der blieb dann irgendwie aus. Also es war so ein leichtes Ziehen und Zwacken, aber also kein Vergleich zum Muskelkater, den ich zuvor hatte, wenn ich im Fitnessstudio war und mich da verausgabt habe. Vielleicht darf ich das ganz kurz nochmal wiederholen, damit ja, damit man vielleicht auch versteht, warum. Also zunächst einmal, du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du vom Herz-Kreislauf-Bereich eigentlich nur richtig für mehr fit an und für sich, nur deine Muskeln haben quasi zugemacht. Genau. Und dann hat dich aber noch zusätzlich gewundert, dass die Muskelregeneration, also dieser Muskelkater in dem Sinne nicht da war, beziehungsweise nur gering, verglichen mit dem, was du an und für sich gewohnt warst. Das liegt daran, dass tatsächlich das hat mir mal ein Diplom-Sportwissenschaftler erklärt, dass diese Zellregeneration der Muskelzellen so dermaßen just in time sogar während des Sportes schon stattfindet, sodass quasi diese malträtierten Muskeln oder diese malträtierte Muskulatur, so wie man es kennt, eigentlich gar nicht stattfindet, dass sich dieser Qualität der Mikronährstoffe geschuldet. Jetzt haben wir im Vorgespräch aber noch was besprochen, das ist eher ein bisschen spaßig, und zwar dieses Verlangen nach Süßem beziehungsweise nach den Keksen. Vielleicht sagst du mal da, was dir da so aufgefallen ist. Also ich war eben vor der Kur das komplette Krümelmonster, muss ich sagen. Also Kekse waren von mir nicht sicher. Egal, wo ich hingekommen bin, ich habe in jede Schale Kekse reingreifen müssen. Ich habe die Kekse dann auch irgendwann gar nicht mehr gekauft, weil wenn ich sie zu Hause hatte, war die Packung innerhalb von 2 Minuten leer. Also war echt ganz, ganz arg schlimm. Also vor allem diese Cookie-Kekse waren ganz schlimm. Und eben nach der Kur habe ich für mich festgestellt, dass ich da gar kein Verlangen mehr habe. Also die Kekse können auf dem Tisch stehen. Es interessiert mich nicht. Und auch, also gerade speziell eben nach diesem Süßen, also nach diesem Zucker, habe ich gar kein Verlangen mehr. Und interessanterweise, ich meine, wir sind ja jetzt schon im November 2021, du hast ja im Februar in dem Fall mit der Kur gestartet und warst ja auch schnell fertig, also im März wahrscheinlich dann schon. Das heißt, es ist ja jetzt schon deutlich über 6, 7 Monate, fast schon 8 Monate her. Also dieser positive Effekt, der hat angehalten bis jetzt. Genau. Das kannst du also bestätigen. Spannend ja übrigens, dass dieser Effekt, also ich nenne ihn einfach dieser Mikronährstoffeffekt, der einem im Prinzip diese Gelüste nach Süßigkeiten und nach, ja gut, Junkfood ist der falsche Begriff, Süßigkeiten einfach, und diesen Keksen, dass das abfällt, das ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Ich habe ja im Vorgespräch dir gesagt, das ist bestimmt bei über 50% der Menschen so, dass die, wenn sie diese Mikronährstoffe in der Qualität, in dieser Komplettheit vor allem aber auch abbekommen, dass dann tatsächlich diese Gelüste nach Süßem einfach weg sind. Also das ist sehr häufig. Das wiederhole ich deswegen, damit halt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das erkennen auch, also dass es quasi hängen bleibt, weil es ist sicherlich für viele eine ziemlich lästige Last. Ich hatte mal eine Frau dran, die war schon deutlich über 70, die hat 4 Tage, nachdem sie diese Mikronährstoffprodukte genommen hat, hat sie mir angerufen, hat sich bedankt dafür, weil sie endlich von diesem Laster halt weggekommen ist. Jetzt hast du mir erzählt, du hast während der Kur, wahrscheinlich auf Anraten deiner Kolleginnen, auch diese Eiweißprodukte genommen. Wir arbeiten hier auch, also unser Partnerunternehmen hat auch Eiweißprodukte. Ist dir da irgendwie was aufgefallen? Hat dir das die Sache erleichtert? Und eine Frage noch, nimmst du die Eiweißprodukte heute immer noch?
Also es hat, was mir eben aufgefallen ist, war eben auch speziell mit der Haut, dass das wirklich wesentlich besser geworden ist. Natürlich Zellulite etc., die wir ja alle irgendwie ein Stück weit haben, hat sich total verbessert. Derzeit nehme ich sie leider nicht mehr, also einfach auch aus Grund von ethischen Gründen, weil ich da einfach momentan nicht so ganz dahinter stehen kann mit. Wegen der des ja tierisches Eiweiß, genau. Genau, aus dem Grund einfach. Und da bin ich aber gerade auch momentan noch am Suchen und Schauen und bin jetzt eben auch mal gespannt. Das soll ja jetzt auch ein neues Produkt mit Genau, es kommt bald, also noch im werden. November kommt ein veganes Eiweißprodukt da dazu. Und letzte Frage, die Mikronährstoffprodukte, nimmst du die immer noch? Die nehme ich immer noch, ja. Da bin ich auch, also die werde ich auch nie wieder hergeben. Also die müssen auf jeden Fall sein, weil ich einfach merke, wie viel es verändert und was es bewirkt. Und ja, und ich, also einfach allein durch die Kapseln abends, wie die Nächte sind. Also ich merke das dann auch sofort. Also wenn dann eben meine Ration dann aufgebraucht ist und ich dann eben auf die neue Ration warten darf, wie sehr es eben dann sofort in den Keller saust und wie sehr es sich verändert. Also die sind Pflicht. Okay, also wie gesagt, sehr schön. Vielen Dank für den kurzen Erfahrungsbericht. Du bist ja, wie gesagt, noch blutjung und zudem, ja, logischerweise, oder was heißt logischerweise auch, sichtbar fit. Deswegen gibt es nicht so viel zu berichten. Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Ist sicherlich wichtig für all jene, die ja mehr oder weniger vielleicht jetzt nicht so problembeladen sind, zu sehen, dass die Kur auch hier genau das Richtige ist, dass die Mikronährstoffe dich begeistern, dass sie dich im Alltag begleiten und dass du die Kur, wenn man so will, als Alternative zum klassischen Fasten praktiziert hast und dort aber ja auch dein Glück gefunden hast. In diesem Sinne vielen Dank, liebe Janine, und an unsere Zuschauer gerichtet, vielen Dank für Ihr Dabeisein. Empfehlen Sie unsere wichtige Arbeit weiter, abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie vielleicht auch die Glocke, dann verpassen Sie in Zukunft keinen der Beiträge. Bis zum nächsten Mal hier bei unsere Kur TV.